Welcome to Visit Nice Places. Heute geht es nach Konstanz am Bodensee. Es ist einfach richtig klasse, endlich mal wieder in Konstanz zu sein, um euch durch diese wundervolle Location zu führen. Ihr fragt euch sicher, was sollte man in Konstanz auf keinen Fall verpassen? Ich zeige es euch. Bleibt einfach dran und lasst euch mitnehmen. Wir beginnen unsere Tour an der historischen Uhr im Hafen, Hafenstraße 6 in Konstanz. Ja, das weiß ich genau, ich habe es nämlich vorher rausgesucht. Und hier ist sie auch schon, die schöne Imperia. Die 1993 aufgestellte Figur ist aus Beton, 9 Meter hoch und 18 Tonnen schwer und dreht sich in 4 Minuten einmal um die eigene Achse. Die Imperia ist eine Kurtisane, damals auch Hübschlerin genannt. Ihr wisst schon, Knickknack für Geld und so. Sie soll die Geliebte von Kardinälen und Fürsten gewesen sein und war die heimliche Herrscherin des Konzils. Die höchsten Künsten umwarben sie alle. Und nur ein kleiner Wink von ihr konnte jemand das Leben kosten. Selbst Tugendbolde krochen ihr auf den Leim und tanzten nach ihrer Pfeife. So steht es zumindest geschrieben. Sag mal, Andreas, da hinten ist so eine Kugel, ne? Was ist denn das? Ja. Wo das Boot jetzt fährt? Ja, was ist denn das? Das ist der Frauenpfahl. Weißt du, für was der ist? Nein. Das ist für die böse Mädchen. Böse Mädchen? Was haben die gemacht? Alle. Die kommen in den Sack rein. Und dann wird er zugemacht und dann kommen die da drauf. So war das früher. Ja. Und dann haben die verhungern lassen, oder was? Keine Ahnung, aber da waren die Zeiten halt noch in Ordnung. Drei Päpste, 700 Dirnen und 4 Jahre Zeit. Das war das Konzil von Konstanz. Es fand vom November 1414 bis April 1418 statt
und war eine Versammlung der Kirchenführung in Konstanz. Die Versammlung solle die Einheit der Kirche wiederherstellen. Die Stadt wurde von 150.000 Menschen besucht und wurde somit eine der reichsten Städte in Süddeutschland. Es gab Wildschwein, Reh, Hase, aber auch Otter und Amseln, Drosseln landeten auf dem Tisch. Die Übernachtung für einen Monat kostet zwischen 1 und 2 Gulden. Der Wein war günstig und die 700 Dirnen machten auch mit den Männern des Konzils einen guten Job. Seither die wildeste Party am Bodensee. Zum Schluss hatten alle drei Päpste abgedankt, der neue Papst hieß Martin V. und die Spaltung der Kirche war verhindert. Südlichen Teil unserer Tour, nämlich an der Seestraße. Und dort gibt es ein Jugendstil-Ensemble, könnte aber auch Gründerzeit sein. Bin mir nicht ganz sicher. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Einst gab es in Konstanz 25 Tore und Türme. Heute sind noch 3 davon erhalten. Einer davon ist der Rheintor-Turm. Der 35 Meter hohe Turm wurde um 1200 gebaut und war nicht nur der Wehrturm, sondern zugleich auch Brückentor. Die hölzerne Rheinbrücke führte mitten durch den Turm. Eine wichtige Einnahmequelle waren die Torzölle, die im 19. Jahrhundert in das elegantere Wort Chausseegeld umbenannt wurden. Zum Einkaufen und Bummeln lädt der historische Flair der Altstadt ein. Shopping wird hier zur Leidenschaft. Die Altstadt lässt sich wunderbar zu Fuß erkunden, mehr als 400 Geschäfte und das Lago, das größte Shoppingcenter am Bodensee, bieten alles, was das Herz des Shoppingbegeisterten begehrt. Auch für das leibliche Wohl ist hier bestens gesorgt. Diesen freundlichen Satz begegnet man hier oft bei den netten Gastronomen.
Schon im Jahr 780 wurde erstmals eine Kirche auf dem Platz des heutigen Münsters erwähnt. Das Konstanzer Münster war Sitzungssaal des Konzils von Konstanz. Mit seinem 76 Meter hohen Turm prägt das Münster das Bild der Altstadt und gehört zu einem der Wahrzeichen von Konstanz. Habt ihr die 193 Stufen des Turmes bezwungen, eröffnet euch das Münster einen atemberaubenden Ausblick über die Stadt, den Bodensee bis zu den Alpen. Damit ihr das Abenteuer der Turmbesteigung nicht verpasst, solltet ihr euch auf jeden Fall über die Öffnungszeiten informieren. Der Kaiserbrunnen ist eine der wichtigen Sehenswürdigkeiten und Brunnen in Konstanz. Er befindet sich direkt in der Fußgängerzone am Marktplatz. Die lustigen Hasen sind auf jeden Fall ein lohnendes Fotomotiv. Das Schnitztor war ein wichtiger Bestandteil der Seefestung. Durch dieses Tor kamen die Kaiser, wenn sie von Süden anreisten. Einer von ihnen war Kaiser Barbarossa. Im 15. Jahrhundert erhielt der Turmholm zwei Glocken. Eine davon diente als Stundenglocke, während die andere bei Verurteilten auf ihrem letzten Gang läutete. Auch ein Gefangener, der seine Frau erstochen hatte, soll lebenslang im Schnitztor eingemauert gewesen sein. Verabschiedung bedeutet auch immer, sich auf die nächste Begegnung zu freuen. Genauso freue ich mich auf euch. Auf euren Kommentar, auf euren Daumen und auf eure Glocke. Ihr wisst schon, die wilde ganz oben. Dann seid ihr immer gleich auf meinen neuesten Abenteuer mit dabei. Ich freue mich auf euch und sehe euch beim nächsten Mal.